Wir haben noch eine Baumfarm. Die nutzen wir jetzt einfach mal. Wieso haben wir kein Holz mehr? Oh, ich bin voll. Ja, gut. Aber gut, dafür haben wir jetzt wieder Setzlinge. Dann können wir hier nämlich eben die Baumform kurz mal neu pflanzen. So. 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 Genau. Holz, Holz, Holz. Eine gute Holztür. So, hier, Holztür ran. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie ein Fenster noch einbauen. Nein. Ja. Ist aber noch sehr eng, ne? Hier muss man gucken, ne? Das werde ich vielleicht anders machen irgendwie. So, das kann auch weg. Ne, doch. Ja, kann weg, wollte gerade sagen. So, dann, Holzplättchen. Jetzt müssen wir wieder Holzplättchen machen, ne? So, ne? Weg, 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 weg. Geht alles nicht weg, okay. Dann haben wir gesagt, diese hier waren das. So, zack. Dann haben wir wieder welche. Da wäre übrigens unser Holz gewesen. So, dann pflanzen wir die da einfach da drauf. So. So. So, hier lassen wir mal die Lücke. Und dann, ja, wir gucken gleich mal. Wir müssten ja noch einen höher. Zack, 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 zack. Und dann muss man irgendwie ein Dach drauf kriegen. So, und da bauen wir eine Holzfalltür ein. Als Fensterersatz quasi. Nein. Nein. Fast. Fast richtig. Ich glaube, den muss man von drinnen draufsetzen, ne? Zack. Ja, ja gut, sie schließt halt bündig ab und die Fensterbank ist innen, aber das ist ja hier bei der Tür, ne? Ja, da ist das Ding außen, aber das geht halt nicht anders, ne? Das ist dann halt so. So, und schon haben wir hier unseren kleinen Schuppen hingestellt. Nicht sehr schön, aber sehr schön, zweckmäßig. Und jetzt wollen wir noch ein Dach drauf machen. Wie kommt man denn hier aufs Dach? Ah, ich weiß, wie man aufs Dach kommt, pass mal auf. Einmal rum. So. Unser schöner Wald hier oben. Meine Güte. Oh, schon sind wir auf dem Dach, ne? Hier legen wir, glaube ich, einfach Slabs drauf. Oder? Gibt doch auch diese schrägen Dinger davon, ne? Die machen wir. Ich glaube, wir machen das mit schrägen. Diese hier. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 5 brauchen wir nicht. 4 brauchen wir, glaube ich, nur, ne? Ist egal. Ist egal. Ist egal. Machen wir jetzt einfach so. Kommt man hier eigentlich auch irgendwo drauf? Nee, da kommt man nicht drauf, ne? Mal wieder außen rumlaufen. Oder wir bauen uns einfach hier mit Baustellenerde hoch. So. Und dann legen wir dort diese Dinger hier hin. Zack. So. Zack. So. Zack. So. Ja.
Es geht nicht anders, weil die Außenwände, man könnte natürlich irgendwie die einfach setzen, dann ist aber hier wieder das Problem, dass das hier wieder nicht aufgeht. Oder man sagt hier so ein Überstand, ne? Guck mal, mit so einem Überstand. Man sieht eh nicht so viel davon. Nee, ich glaube, wir machen das ohne. Jetzt habe ich die Axt schon wieder weggetan. Wir machen das ohne. Wir machen das so. Und so. Man sieht es von unten sowieso nicht. Und es ist eh so ein Klotz, der hier steht. Also von daher passt das dann schon. Jetzt kriegt man hier natürlich irgendwo so beleuchtungstechnisch nicht mehr vernünftig was hin. Aber das ist dann halt so. So und so. Junge, Schuppen ist fertig, Junge. Jetzt haben wir schon wieder mehr geschafft als in den ganzen Aufnahmesessions davor, ne? Mal hier dieses Fenster. Kann man dann bei Bedarf auch aufmachen. Es macht es halt hier drin sehr eng. So, jetzt kann nämlich der Kram hier weg. Jetzt fällt hier nämlich auch nichts mehr rein. Bis auf ihn natürlich. Aber wir haben ja. Weg da mit dem Scheiß. Wir haben ja hier. Wir legen hier jetzt einfach die guten Falltüren drüber. Und dann machen wir mal hier eine Falltür. Nein, So. Die können wir hier, diese Falltür zumindest, die können wir nicht eins tiefer machen, weil hier dieses Ding auf der Ebene, auf der Höhe sitzt. Das sitzt ja hier auf der Höhe. So. Aber wir können hier erstmal einen Boden reinmachen. Und zwar nehmen wir dort. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das hier oder was? Wir brauchen gebrannten und wir brauchen Dings. Kann man hier eigentlich irgendwie mustermäßig was bauen? Ja, guck mal, sehr schön. Wir nehmen einfach den hier. Zack, 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 zack. Schon haben wir unseren Boden fertig und von außen sieht man da nichts von. Das ist sehr gut. Ja, ne, also ist halt. Warum eigentlich? Oh, da ist ja gar nichts mehr. Das muss ja hier eh alles anders. Ne? Also von daher. Guck mal, hier auch eigentlich zubauen, oder? Was ist das? Was, wieso? Wieso nicht? Achso, das sind normale. Jetzt komme ich hier natürlich wieder nicht raus. Das ist doch. Ja, müssen wir schauen. Die kommt weg. Langsam wird's Inventar wieder voll. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, so langsam Feierabend zu machen, oder? Guck mal hier, so. Hier zu. Und daneben geht nicht, weil Dings ist. Gut, dann Treppe würde aber. Nee, Treppe würde auch nicht. Nee, doch, doch, Treppe würde gehen. Wenn das Inventar nicht voll wäre. Weg. Ich brauche Platz. Und dann brauchen wir den hier. Und dann machen wir nochmal hiervon. Und dann machen wir Treppe, weil wir eine Treppe brauchen. Ist aber auch scheiße, ne? Ne, warte mal, hier die. Muss so. Jo, guck mal hier, dann hat man nämlich hier so ein bisschen so abstiegsmäßig. Ja, und hier ist halt. Naja, das ist auch irgendwie doof, ne? Das ist alles irgendwie doof. Das gute Zeug fällt alles weg. Da, da, da.
alles irgendwie mitnehmen. Machen wir mal zu und wir machen hier, machen wir. Da machen wir von. So. Nein. An der Strom. So. Ja. Dass man dann in den Schacht reinfällt. So. Eigentlich ist es ja hier, um diese Dinger zu verstecken, so ein bisschen. Ne? Das ist ja kein Schuppen, den wir wirklich für irgendwas nutzen wollen. Aber dann haben wir zumindest jetzt hier schon mal einen schönen Schuppen hingestellt. Mit schön so ein kleines Fensterchen drin hier. Ne? Schön wäre natürlich, wenn es hier wie bei der Tür aussehen würde. Aber hey, das ist halt so, wie es ist. Weil die natürlich irgendwie an der Außenkante des Nodes stehen. Und der steht an der Innenkante des Nodes. Also bezogen auf den Innenraum. Das heißt, die Tür ist halt eben auf dem und der ist ja, ne, weißt du Bescheid. Gut, hier könnte man tatsächlich vielleicht echt irgendwie so eine Säule hinbauen. Zack, zack, zack. So. Einfach nur so, weil es geht. Könnte man natürlich da auch nochmal machen, aber... Oh, da kommt mir eine Idee für ein geiles Design für das Haus. Na, guck mal, hier eine Säule, also... So schon, ja. Hier eine Säule. Hier, ja, die Mauer dazwischen davon. Und hier nochmal eine Säule. Und das macht man dann ums ganze Gebäude rum. Und überall an den Ecken hat man halt diese Säulen hier zusätzlich zu dem anderen Design. Ich glaube, das sieht ganz geil aus. So, hier ist noch ziemlich eng. Aber, ja, guck mal, wir können hier noch einen rausgehen. Wir machen es gleich mal ein bisschen... Ach ne, jetzt habe ich alles weggepackt, ne? Wir machen es hier gleich mal ein bisschen noch enger. Ja. Das rein. Das drüber. Und es fehlt natürlich hier jetzt das Ding hier oben. Das heißt, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wegtun konnte, ne? Da. So. Zack. Und dann tun wir einen Eimer rein. Kurz warten, dass der sich füllt. Also der Pflanztisch sich füllt. Da ist er weg. So. Und dann machen wir hier nämlich auch gleich irgendwie ein paar Blümchen rein, dann kann hier wieder was wachsen. So. Dann nur den Eimer wieder auffüllen. Jetzt können wir eigentlich das, was wir hier vorne jetzt haben, das können wir jetzt natürlich dann auch hinten irgendwo hier hinbauen. Und dann haben wir hier vorne wirklich, da können wir dann so Blumenbeete oder sowas bauen, keine Ahnung. Wird natürlich auch irgendwie gehen. Ach, hallo. Junge, 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 Junge. So. Aber das finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Ich glaube, ich baue da mal was, aber nicht in dieser Aufnahmesession. So, das ist ja noch einer von denen. Hallo, mein Freund. Und damit du nicht permanent irgendwie hier rumläufst, jetzt habe ich den ganzen Zaun natürlich weggetan, kann man hier alle nochmal einen Zaun hinmachen, ne? Also, wir müssen nicht drüber reden, dass die Fackeln hier auf dem Weg scheiße sind. Die kommen natürlich alle weg. Es ist dunkel. So, so. Es kommt natürlich noch vernünftige Beleuchtung, das ist klar. Ja. Aber es wird langsam. Also es hat jetzt 100 Jahre gedauert. 1 Million Jahre mein Test. Herzlichen Glückwunsch. Es hat jetzt lange gedauert, aber es wird langsam. Der Weg,
Ja, wie gesagt, also Brücke rüber und dann geht er hier runter und dann läuft er unten längs. Der soll nicht hier so weit oben längs laufen. Ne? Das ist hier oben nur, weil es hier oben, weil es hier einfach so hoch ist. Das ist schon okay. Also hier ist okay und dann geht es eben hier rüber. Und dann geht es hinter der Brücke relativ schnell irgendwie runter. Vielleicht direkt irgendwie dann unten, dass das unten längs läuft. Fast auf Wasserlevel, aber das gucken wir dann nochmal. So, dann haben wir das hier. Dann haben wir kurz mal ein bisschen. Der Eimer muss hier unten hin. Ja. Wir hatten ja hier eine Zwiebel angepflanzt. Die ist inzwischen auch gewachsen. Das heißt, wir holen jetzt das hier mal weg. Und bevor wir die essen, müssen wir auch ein Werkzeug wechseln. So, und dann wird hier wieder eingepflanzt. Zack, 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 zack. Unkraut weg. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und dann müssen wir warten, bis es gewachsen ist. Wir haben ja noch ein paar Beete, die wir füllen müssen. Ne? Also so ist das ja nicht. Ach, guck mal hier, und hier der Kaktusblock, der ist auch bald fertig. Ich weiß ja nicht, ich glaube, die wachsen teilweise dann auch nicht mehr. Ist egal. So, dann haben wir das jetzt. Räumen wir nochmal eben das Inventar auf und dann sollte es das. Der Timer sagt, 1 Stunde, 15 Minuten. Also er funktioniert. Das Uhrzeit umspringen, das läuft alles. Der Timer funktioniert. Jetzt machen wir. Jetzt machen wir. Pass mal auf hier. M-Timer, CT, Stopp. Ja. Jetzt machen wir 1, 2, 3, 4, 5 Minuten. Ja, sagt auch jeder, ne? 5 Minuten und dann kann man hier natürlich runtergehen. Dann macht er hier 4 Minuten 59 und dann wieder hoch und macht er hier wieder 5 Minuten. Meine Güte, das läuft, wie es laufen soll. Dann machen wir hier einen Countdown. Und dann sagen wir, verlassen. Und dann sagen wir, M-Turner, CT Start. So, wir müssen aufräumen, wir Countdown. 5 Minuten, wir müssen aufräumen. Okay, hier, hier, hier. Dann haben wir hier das und hier und hier und das. Sogar noch Zeit übergeblieben. Ich glaube, wir können den hier mal ein bisschen zurücksetzen. Hier mal 1 Minute. Gut, Ziel ist jetzt erreicht, weil im Hintergrund wird beim Starten des Timers der aktuelle Timestamp gespeichert. Und anhand des aktuellen Timestamps berechnet sich eben die Laufzeit des Timers. Das heißt, da wir den vor länger als 1 Minute gestartet haben und der Timer jetzt aber für 1 Minute laufen soll, ist natürlich die Laufzeit von dem Timer längst erreicht. Das heißt, M-Timer CT Restart. Und dann läuft halt eben die Minute, weil er jetzt den aktuellen Timestamp wieder gesetzt hat und es läuft halt die Minute eben entsprechend ab. Ich sollte häufiger mit Countdown spielen, es war ganz schön schnell das Inventar aufgeräumt. Nein! Ah, noch ein bisschen was vergessen. Na gut, das machen wir eben noch. Genau, Holzzeug. Guck mal hier, dann kommen wir das nämlich hier mit dazu. Und dann kommen wir nämlich hier, dann haben wir hier unsere Reihe mit dem Holz. Hier unsere Reihe mit dem Holz. Guck mal, Kies kommen wir dann auch. Da haben wir jetzt auch ein bisschen was von. Genau, haben wir hier eigentlich, guck mal, hier haben wir die Dinger mit reingetan. Das haben wir so mit reingetan. Und dann haben wir noch ein Hunderter mit den Dingern. Und guck mal, hier ist Sand drin. Sand muss natürlich bei hier drüben mit rein. Ne, so. Weil Sand. Sand und Sand. Ne, also es ist so untereinander, das passt dann so. So, dann ist das Inventar nämlich aufgeräumt.
Wir könnten natürlich irgendwie einen guck mal hier, der Timer ist inzwischen jetzt eine Minute abgelaufen, der hat sein Ziel dann erreicht und dann läuft der jetzt im Hintergrund noch weiter, der Timer, ne, weil der Timer jedes Mal berechnet, ob sein Ziel erreicht ist. Jetzt haben wir gesagt, eine Minute ist gestartet, der Timestamp von dem Startzeitpunkt ist gesetzt, die Minute ist abgelaufen und er prüft jetzt bei jedem Durchlauf jedes Mal wieder, ob die Minute abgelaufen ist, weil man natürlich sagen kann, wir sagen hier einfach, dann ist so eine Stunde laufen und dann läuft er natürlich entsprechend weiter. Und so ist halt eben, der hat sein Ziel jetzt erreicht, dann sagen wir hier, M-Timer, CT, Stopp. Und wenn man es richtig schreibt, dann funktioniert das auch. Und dann ist er halt wieder angehalten und wenn man jetzt hier M-Timer, man kann auch hier sagen M-Timer, CT. Wenn man jetzt hier verändert irgendwelche Werte, dann ist natürlich irgendwie, da er angehalten ist, ändert sich dann da nichts. Ja. So, und standardmäßig ist er eben dieses, so, ich habe es jetzt wieder auf Standard gestellt, weil einfach eben Standard das sein soll, dann ist das schon okay. So, verlassen, ach, verdammt. Im Timer, oh, hier ist Timer-Format, da können wir hier nämlich den auch wieder rausnehmen. So, anwenden, verlassen. So, dann haben wir Sitzungsdauer, ja, drei Aufnahmesessions, drei Folgen. Was haben wir denn jetzt? Kann auch kurz einmal rumlaufen. Genau, wir haben den Weg gebaut, wir haben da hinten den Weg gebaut, wir haben die Hütte erweitert um den Schuppen. Nächste Aufnahmesession wird dann auch sich nochmal ein bisschen um die Wegführung kümmern. Das heißt, ein bisschen Weg haben wir ja noch. Ne? Wie gesagt, hier einmal eben hinten rum, hier machen wir da eine Brücke und dann machen wir hier hinten irgendwo, dass wir hier dann bei der Höhle wieder hochkommen, dass man hier wirklich einmal komplett hier an den Feldern eben vorbeiläuft, dann hier einmal rumlaufen kann, komplett. Das machen wir in der nächsten Aufnahmesession eventuell. Und hier den Weg, der ist jetzt natürlich irgendwie ja, soweit auch fertig. Ja? Also der geht dann hier eben zu dem Grundstück. Hier können wir nochmal gucken, was wir mit dem Grundstück machen, wie wir uns da anstöpseln. Ich glaube, hier irgendwo abzuzweigen ist, guck mal, hier kommt man eventuell. Aber hier ist halt eben unser ja, unser kleiner Hügel. Das heißt, wir müssten hier bei dem Weg, der zum Turm geht, abzweigen, weil hier irgendwo, hier ist halt die Lichtung. Oder ist ja hier irgendwo noch eine andere Lichtung. Guck mal, hier ist noch eine Lichtung. Hier ist auch eine Lichtung. War das die Lichtung? Also zu irgendeiner Lichtung und da muss man vom Turm abzweigen, sonst wird das nichts. Das sieht sonst komisch aus. So, dann haben wir das, dann haben wir das auch, dann haben wir hier das Turmgrundstück soweit fertig gemacht, ne, mit der Umrandung hier, dass die dann eben hier so innen ist. Ne, der Kies geht halt bis zum Rand und hier wächst halt eben dann so ein bisschen Grünzeug schon. Das wird wahrscheinlich nie wachsen, weil es nicht hell genug ist. Ne, muss auch gucken, ob wir da dann Gras bauen und dann eben irgendein Rezept, mit dem man Grasblöcke machen kann und die pflanzen wir dann da einfach ein. Ja, Beleuchtung ist ja bei den Wegen nicht so ganz dramatisch, bei den Trampelfahrten zumindest. Da muss man mal gucken. Hier müssen wir auch nochmal gucken, was wir hier machen. Hier hinten, nach hinten ist er soweit fertig. Das heißt, hier müssen wir irgendwo machen wir hier schon zu. Also es wird sich schon irgendwas finden. Ich finde das tatsächlich echt geil. Ich glaube, ich baue da nochmal mit irgendwas. Schauen wir mal. Ja, hier geht es dann irgendwann nochmal hoch. Das ist auch okay. So richtig geil finde ich den Schuppen nicht, aber komm, es geht. Also was man natürlich noch machen kann, man kann jetzt diese Dinger, die jetzt hier innen sitzen, einer außen verschieben. Hier so säulenmäßig muss man sich natürlich irgendwas ausdenken. Ich glaube, das kann man dann immer nochmal angehen. Hier ist halt ein kleiner. Der Weg, der muss natürlich mit ja, Wegbeleuchtung, also mit Straßenbeleuchtung vernünftig beleuchtet werden. Da ist ja auch eine Mod für, mit der das geht. Na gut, nicht im Creative-Modus, ne? Ansonsten, ja, hier, wie gesagt, Treppe runter, Treppe rauf. Das passt hier soweit. Brücke, die hatten wir ja ausgemessen, dass man rüberkommt, das passt auch soweit. Das Design, was ich irgendwann mal im Zeitraffer gebaut habe, ich glaube, das machen wir tatsächlich ein bisschen anders. Hatte ich aber auch, glaube ich, schon mal ausgeführt. Ne? So. Ist halt schade, dass hier einfach nichts ist unter der Erde. Es ist noch so aus der Zeit, unter der Erde, sage ich, unter,
unter Wasser. Das ist noch aus der Zeit, als da noch nichts generiert wurde. Na gut. Hier mit den ganzen Fackeln auf den Dingern, da müssen wir auch noch mal gucken. Ne? Wir haben ja hier eigentlich, hier drunter soll ja auch eine Fackel mit Beleuchtung sein und so. Ne? Und dann ist nämlich die Fackel, also der Block, der jetzt hier drunter unter dem Wasser ist, ist dann Glasblock. Unter dem Glasblock ist eine Fackel oder ein Glowstone oder sowas. Oder man macht halt eben die Meselampen-Dinger direkt hin. Oder man macht schaltbare Meselampen. Wir können auch schaltbare Meselampen machen. Die werden dann eingeschaltet, wenn es Nacht wird. Und so ganz leicht zeitversetzt, dass so die Felder so zack, 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 so einzeln angehen. Dass sie eben nachts eben dann durch die Beleuchtung unter Wasser beleuchtet werden. Tagsüber haben die ja genug Platz zum Wachsen. Ja, und die Beleuchtung unter Wasser, das müsste von der Helligkeit tatsächlich reichen, dass man auf den Wegen auch noch gut was sehen kann. Müssen wir dann mal gucken. Ansonsten, hier hinten. Also man würde halt hier wahrscheinlich irgendwo wieder rauskommen mit dem Weg. Ja, da drüben ist halt, oh hier. Hm? Ja, ob man da dann irgendwie Brücke rüber baut, ne, dass man eben hier den Weg längs laufen hat, hier die Brücke rüber und dann geht es hier zurück und dann geht es hier hoch. Ich glaube, das passt ganz gut. Und dann dockt sich das dann hier irgendwo an. Und dann kann man eben von hier komplett einmal am Haus vorbei, hinten rumlaufen. Man kommt hier wunderbar irgendwie an. Na, die Wege hier sind natürlich alle irgendwie drei breit, weil das eben die der Hauptweg ist. Ne? Die normalen Wege sind hier alle irgendwie zwei breit. Und dieser Hauptweg ist halt eben einfach ein bisschen breiter. Ja, hier der Nebenweg hier zum Vorplatz, der ist halt eben so. Ja, und dann ist hier eben alles kein Hauptweg mehr. Ne? Also hier ist zwei breit, hier ist zwei breit, hier ist zwei breit. Ja, weil der Hauptweg, der ist halt eben hier, kommt man eben raus, um an den Feldern zu arbeiten. Und das ist hier dann eben für die Felder der Hauptweg. Und man kommt hinten rum, dann eben hinten zu den ganz hinteren Feldern. Und hier hat man eben seinen zweibreiten Weg. Das ist halt eben normaler Weg einfach nur. Und das ist, diese Arbeitswege, die sind ja eh ganz schmal nur. So, ja, dann haben wir die Tour einmal durch. Dann sind wir hier einmal rum. Ich glaube, hier kann man tatsächlich auch noch irgendwie ein Meer machen oder sowas. Na, schauen wir mal, wie man das machen kann. Ich werde mich jetzt erstmal schön auf mein noch immer noch nicht gebautes Podest stellen. Das können wir auch nochmal irgendwann machen. So, der Kanzler steht. Oh, da grunzt schon wieder einer. Hau ab, du Vieh. So, der Kanzler steht auf seiner Empore. Der Mond geht gerade unter. Die Felder sind beleuchtet. Da, die Fackel steht immer noch da. Die Fackel steht auch noch da, die muss auch noch weg. Und es wird gerade wieder morgen. Ein neuer Tag beginnt und die Folge ist zu Ende. Gut, ja, wir haben ja doch tatsächlich ein bisschen was geschafft. Finde ich ganz schön, gefällt mir. Würde sagen, das war's mit dieser Aufnahmesession. Wie immer, selbstverständlich, am Ende jeder Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Haut rein. Tschö.